Die hier abreißen war der Plan. Hm? Also allgemein würde ich alle Kohlefelder ignorieren. Außer das da, was die Plastiklieferung macht. Das sollte eh ziemlich voll sein, oder? Also die Kisten fürs Plastik. Wahnsinn. Währenddessen werden schön die Roboter gebaut und alles ist gut. Achso, du füllst immer nur direkt das Ding. Du bist proppevoll mit Plastik. Ich mach das einfach mal so und so. Dann kannst du das auch noch füllen. Dann haben wir hier noch 8000 Kohle, die nach und nach zu Plastik verarbeitet wird. Produktiv? Nein. Ja, also die anderen Kohlefelder kann ich echt wegmachen, wenn sie zu sehr stören. Was sagen die Roboter? Die Roboter sagen 230 Roboter. Und Strom ist immer noch nicht voll. Sehen wir denn Akkus oder Solarpanels hier drin? Nö, das werde ich jetzt ändern. Habe ich das vorgehabt für diese Folge? Ich weiß es nicht. Aber es ist wichtig, also mache ich es einfach mal. Solarpanel, Solarpanel. Akku, Akku. Das sieht nicht richtig aus. Nee, ist es auch nicht. Mist. Geringe Fehler auf der Seite hier. Bau das mal um. Jetzt war rot rechts. Blau links. Ich gebe mir Kisten. Danke. Danke. So, rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts. So muss das hier aussehen. So. Das heißt, Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links, 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 links. Alle beschränken auf 2. Gut. Das hier unten alles weg. Mein Inventar zu spammen mit einem Zeug und Ärmchen verteilen. Und zwar so, 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 so. Okay. Euch jetzt weg. Und auf der Höhe neu machen. Kleiner Fauxpas. So. Und jetzt wieder lauter. Sollte ich ein Muster draus machen? Also ein Blueprint. Ja. Und zwar bevor ich da jetzt irgendwas reinsetze, damit ich das immer wieder nutzen kann. Das heißt, jetzt bau Blueprint noch ein. Und mach den mal so. Okay. Ja, hier unten könnte ich das vielleicht später nochmal machen. Wobei der dann eher dahin müsste. Oder schauen wir mal, wie wir das dann später regeln. Jetzt aber das Wichtige. Bau, Solar Panel, Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links, links. Und das sieht fast okay aus. Ist das für einmal 10 Köpfe? Warte. Ne, für zweimal. Das geht denn ja fast schon. Da muss ich, glaube ich, gar nicht hochdrehen, was deren Anforderungen oder was auch immer angeht. Schauen wir. Du. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Bei dir auch alles doppelt. Ja, das heißt, was ich machen müsste, ist eine Beschränkung. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Das heißt, es werden jetzt 4 Stacks Akkus und 4 Stacks Solarpanels hergestellt. So halbwegs zumindest. Zusätzlich zu denen, die schon unten hergestellt werden. Und hier irgendwo, ne? Wer da oben müsste dann noch weg. Du stampfst erstmal ein. Du hast ja das Modul noch drin. Kriegt das Modul jetzt wieder raus? Das weg, das weg, das weg. Helmet, Helmet. Die alle Helmet. Raus, sage ich. Gott. Kann ich für was anderes dann später nutzen. So, fehlt jetzt als nächstes die Trankproduktion.
Ass ist ein wenig komplizierter. Aber ich denke, ich mache hier einfach oben noch eine Reihe drauf mit Fabriken. Oh genau, Fabriken, die Fabriken bauen. Wir könnten hier grau machen und da blau und das dann dazwischen hin und her reichen. Von blau zu gelb ginge dann aber nicht. Außer wir würden es an so einer Ecke machen. So eine Ecke hätten wir. Hier nirgends. Aber ja, hier. Ist gerade unpraktisch. Hier vielleicht bauen wir einfach das, damit ich ein paar Sachen auf der Hand habe, um das mir genau anzugucken. Das wäre dann Rücken an Rücken, ne? Ja. Da und da. Das heißt, wir könnten hier graue Fabriken machen, da blaue Fabriken, da gelbe Fabriken und da kommt eigentlich noch was nach gelb. Nö, nach gelb kommt nichts mehr. Das heißt, du wärst dazwischen und du wärst da nach hinten. Und ich lasse die Dinger mal hier. Aber jeweils nur mit einem Stack. Falls irgendwo noch alte Fabriken sind und die werden zerstört, dass sie dann ersetzt werden können. So. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Seid schon beschränkt. Sieht langsam echt gut aus mit den Robotern. 250 haben wir gleich. Zahnräder. Zahnräder haben wir hier oben auch noch nicht automatisiert. Müsste ich dann auch noch machen. Die sind momentan noch Teil der Lavalampe, die ja nachher noch abgebaut wird. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ach, die Beacons kann ich jetzt schon bauen, oder? Ich gerade nicht. Hatte ich das doch noch verworfen? Weiß ich gerade gar nicht. Schaut immer noch aus, ja. Nee. Schade. So, du kannst denn hier jetzt weg. Das heißt, du kannst auch weg, du kannst auch weg. Stahl. Könnte dann direkt in eine Kiste gebracht werden, und zwar hier. Wobei wir da bestimmt einen besseren Ort finden, oder? Das hier sieht mir alles zu doof aus. Direkt hier an der Quelle wäre besser. Also einfach hier. Ne, ist okay. Mach das da weg. Mach da einfach rote Kisten hin. Auch wenn die wahrscheinlich nie komplett arbeiten. Alle drei, aber was soll's. Das heißt, das hier kann weg. Das komische Gefrieren hier kann weg. Und die Kiste da kann weg. So. Ist dieses lange Fließband hier überhaupt notwendig? So halbwegs, ne? Ja. Die Sache hier. Was ist eigentlich mit den Sachen jetzt? Das ist nur dazu da, es einzulagern. Das ist doof. Das kann weg. Achso, und du musst versorgt werden mit grünen Chips. Wobei, die können wir jetzt auch nach oben auslagern. Schiff rechts. Also die Reparatur-Pack-Produktion verlagere ich jetzt nach hier oben. Also wir können sie da unten auch absetzen. Das ist dann ein Abnehmer für Dingens weniger. Ganz schnelle Fließbändchen. Eigentlich bin ich nur hier hinterher, deswegen erforsche ich das. Ja, mach mal. So, Shift links. Das jetzt auch ruhig ein bisschen hochschrauben. So, so. Beschränken auf zwei Stacks ist okay. Das kann also unten auch wieder weg. Boah, guck dich das an. Wusel, 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 wusel. Sehr gut. Die
die Trankproduktion sieht hier okay aus. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst nur kurz lila gemacht werden, auch wenn das die Roboter jetzt noch mehr ausgleicht. Aus was auch immer. Und die Kiste hier kann weg. Aber wir haben da schon eine. So, das hier kann jetzt auch alles weg. Und die Fabriken aufgelöst werden, die Ärmchen dementsprechend weg und die ganzen Fließbänder auch. Rote Chip-Produktion läuft gerade noch, aber nicht mehr lange. Wir hatten rote Chips auch oben, ne? Ja, hatten wir. Ich kann das hier auch weg. Es wird sehr kahl aussehen. Arme Lavalampe, sie hat ziemlich lange, ziemlich treue Dienste geleistet. Das Plastik kann auch komplett weg. Hier sind sogar noch alte graue Fabriken. Krass. Weg. Weg. Hier kann auch das ganze Heckmeck da weg. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das einmal schon so kaputt machen kann. Das muss ich mir gleich anschauen. Weil die Ressourcen müssen hier nach oben irgendwie. Aber das musste nicht um zig Ecken passieren. Das heißt, wir können einfach. Ich überlege. Bitte warten. Ich könnte das Eisen von hier. Ich könnte es so umbauen, dass alles Kupfer nur auf einer Seite ankommt. Der Summa ist gerade kaputt, das ist richtig. So, wäre es nur auf der Seite. Und dann könnte ich hier einfach das ersetzen durch das. Dann wäre Eisen auf der anderen Seite. Das dann müsste weg. Das hier könnte alles weg. Und das könnte da verlängert werden. Ta-ta-ta-ta. Haben wir wieder Eisen- und Kupferversorgung für ganz oben. Also für die Trankproduktion. Und hier unten ist das wesentlich einfach alles. Jo, schaut doch gut aus. Dinge schießen, Dinge sterben. Inventar wird gleich völlig zu gedröhnt sein. Jo. Oh, Roboter. Roboter raus. Schön. So, Zahnräder und Fließbänder haben wir noch nicht oben. So wie alle Tränke auch noch nicht. Und das da war mein Ziel. Das hätte ich also auch ganz gerne. Auch wenn das mit den grünen Ärmchen gerade, mit den grünen Tränken gerade hapert. Weil die Ärmchenproduktion oben wohl noch nicht so gut funktioniert und weil die hier gar keine Dingens haben. Gar keine blauen Kisten für Ärmchen. Was natürlich unpraktisch ist. Das heißt, das kommt alles weg. Stattdessen kommen da Kisten hin. So, aber auch das nur temporär, bis genug Roboter da sind und wir dann auch die Tränke nach oben schieben können. So, Shift rechts, Shift links, Shift links. Gut. Fließbänder können nicht hier weg und werden erstmal nur da eingelagert. Wobei, wir haben Fließbänder auch genug da drin. Egal. So, Zahnräder werden da eingelagert. Das Ding. Da ist noch relevant, weil es die dann mit Zahnrädern versorgt. Das hier ist soweit auch alles okay. Das Untergrundding kann raus. So. Also, Zahnräder und Fließbänder oben wäre das nächste Ziel. Und wir haben 120 Logistikbots, die nichts zu tun haben. Okay. Das ging schnell. Aber keine Sorge, ich finde schnell was für euch zu tun. Wie schaut es hier aus? Gut. Stahl kommt nicht so sehr hinterher. Fordere mal mehr Stahl an. Weil du nicht hinterherkommst. Das klingt nicht logisch, ich weiß, aber es macht Sinn. Keine Sorge. So, Shift rechts, Shift links.
Weil dann halt der Puffer hier größer ist und es dann länger dauert, bis es zu Engpässen kommt. So, ich wollte Zahnräder und Fließbänder machen. Sollten am besten auch nebeneinander sein irgendwo. Jetzt machen wir das mal. Oh, ich kann einfach das Buch benutzen. Schmeiß die Fabriken einfach mal hier rein. Nutzt das Blueprint. Blub. Wow. Wer von euch war das? Das war ihr da unten oder die da hinten? Bum, 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 bum. Ja, super. Okay, du bau bitte. Zahnräder. Schiff rechts, Schiff links. Und mehr. Dazwischen du und du baust bitte Fließbänder. Schiff rechts, Schiff links. Beschränk dich mal auf. Ja, ruhig 3 Stacks. Du auch. Schon so noch 80 Roboter nichts zu tun haben. Und ich sollte jetzt auch Kupfer und Eisen nochmal ordentlich anschließen. Also dass das auch immer in Kisten zwischengelagert wird. Also Eisen weiß ich, dass wir die Eisenkisten haben, auch voll mit Eisen. Da haben wir jetzt ja 3700 Stück, aber Kupfer sehe ich zum Beispiel gar keins. Weil das vorher in die eine gelbe Kiste geschmissen wurde. Am Ende eines gewissen Fließbandes. Und das habe ich jetzt weggemacht. Das heißt, wir müssten uns hier irgendwo anders Kupfer wegschnappen. Irgendwo dazwischen.